Also Boller, wo du dich verstecken kannst. Das ist aber wirklich nicht wie ein natürliches Schlachtfeld, finde ich. Das ist wie hintrapiert. So gekünstelt, weißt du, was ich meine? Das ist richtig, das stimmt. Na, dann lassen wir mal den Schlitz sprechen. Oh ja. Schweinskram hier. Wir sind in den Schlitz eingedrungen. Oh, ach, jetzt. Guck mal. Heidelberger. Glitschig, was? Starte mal. Nicht so aus wie so ein Insekt irgendwie. Wir könnten schon Weltstufe 6 machen, aber wir bleiben mal bei 5. Sonst, ja. Sonst kriegt der kleine Matthias wieder einen kleinen BF. Ja. BF, was ist das? Ein Blondinenflip aus. Ach so. Ja. Ich glaube, man kann mit ein Spiel kommen, was will. Kann ein komplett anderes Spiel sein. Warum geht das dir nicht? Und bist am Motzen. Nee, ja, es ist warum halt. Kann ich das Schach halt nicht in der Hocke gehen? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich habe jahrelang Schach gespielt. Ich vergleiche es halt immer mit Destiny. Andere, ja, aber es ist eine andere aber Art Spiel. Das kannst du doch nicht vergleichen. Naja, du nennst es Deckungsshooter. Ja, wie Destiny, da kannst du auch nicht in die Hocke gehen. Ist auch ein Deckungsschuh. Natürlich. Du kannst ja auch in die Hocke gehen. Ach, Division meine ich. Ach so. Das ist, ja, es ist beides, war Loot-Shooter, aber es gibt doch trotzdem, das ist ja zum Beispiel Third Person, das ist ja gar eine Ego-Perspektive. Dann ist das ein Deckungsshooter, wo du an der Wand glitscht und dann rumslidest und sowas. Ja, aber das ist halt das, was komisch ist. Das klebt mich so an die Wand und das brauche ich nicht. Ja, ja, aber das ist halt, das ist das Prinzip dahinter. Wie bei Division auch, das ist überall gleich. Ich habe hier jede Krise. Was halt sinnlose Tastendrücke, die ich betätigen muss. Und aber so ist das. Das ist halt so. Und dann auch, ja, was mir noch so aufgefallen ist, welche Deckung, klar. Du siehst die Kampfarenen, wo wir sind, immer, da sind immer so, so Boller, wo du dich verstecken kannst. Das ist aber wirklich nicht wie ein natürliches Schlachtfeld, finde ich. Das ist wie hintrapiert. So gekünstelt, weißt du, was ich meine? Das ist richtig, das stimmt. In meiner alten Hütte sind noch Dinge. Dinge von Wert. Sonst wäre es ja kein Deckungsshooter, weißt du? Ja, ja. Aber wen haben wir hier aufgegabelt jetzt auch? Zeige ich dir das Versteck. Will nur noch einmal nach Hause. Hm. Ja, super, Pessimist auch noch. Achso, annehmen. Ja. Bleib hier. Ich mach das schon. Der redet erstmal. Mhm. So, ich bin durch mit dem Reden. Stopp dir das. Okay. Ach, du noch nicht? Nee, hast du durchgeklickt? Nee, ich hab's laufen lassen. Wie auf dem Klo. Ja, ich bin zu spät gekommen, anscheinend. Da hinten ist noch ein Ausrufezeichen. Aber wir machen das mal. Der Ausrufezeichen ist mal Nebenmission. Wo ist der? Ja, war jetzt auch bei dem hier gerade. Ja, wir können auch da hinten mal. Wir können erstmal alle annehmen und dann müssen wir nicht immer wieder hier hin, weißt du? Ach ja, hier. Da sitzt der Trollo, ja. Der Mörder. Der Mörder. Zwei dumme Eingedanken, ja. Nee, das wollen wir nicht. Ich. So. Ach komm, ich geh mit dir erstmal die Quest durch. Ich hab mich gefragt, könnten noch andere Outriders im Kälteschlaf sein? Tja, schon möglich. Jane und ich hatten nicht erwartet, auf dein Team zu stoßen. Und da die Rebellen näher rückten, hatten wir keine Zeit, nach anderen zu suchen. Bei mir halt das ein bisschen. Ich muss dir nicht sagen, wie gefährlich die First City ist. Aber ich würde gerne als Erster erfahren, was du findest. Die sitzen ja auch im Zelt, also unterm Dach. Da kann das schon mal halten. Ich habe vielleicht auf falsche Einstellung. Ich sehe mich mal um. Nur weil du noch keine anderen Outriders gefunden hast, heißt das nicht. Sprich. Die Kapsel, in der wollen wir uns die anderen Dialoge anhören, oder? Nö, ach nö. Mache ich aber später. So, ja, und dann später auch, ja. Wir müssen los, bereite den Truck vor, du Knilch. Wir müssen los, bereite den Truck vor, du. So, wo, ach so, wollen wir doch gar nicht. Hm?
Doch, wir müssen ja da unten Riften tauen, wissen wir, ne? Ja. Reise wird initialisiert. So. Wie schön, dass Bess wieder fährt. Bestätigen. Aber laden tut das mal ewig, oder? Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Jetzt hier unten in der Ecke. 5%, 16, 18, 19. Bin bei 80%. Hast du auf eine HDD-Festplatte? Ja. Okay, das wird aber. Ich bin fertig. Wo bist du? Ich habe keinen Platz mehr auf der SSD. Da sind ja nur die anderen Spiele, wo es echt um was geht. So wie Tarkov oder so. Ist das der Turm? Ja, Seilbahn scheint defekt. Du kannst ja die Soldaten fragen, wie man sie in Betrieb nimmt. Was zur Hölle war denn das? Ich halte den Motor warm. Raum. Alles klar. Ich halte den Motor raum. Was hier? Was ist das? Hä? Ach, er ist auch hier. Ja, die ganze Station ist fortgerückt. Ja, wir wissen. Neue Mission. Oh, ach komm, wir machen uns einfach los. Keine Lust, mit denen zu quatschen. Ich weiß. Also, wo ist die Legende dafür eigentlich? Die Seilbahn zum Funkturm. Funktioniert die? Gibt keine. Also da bin ich. Und wo soll ich hin? Du könntest sie ja, ich will die Nebenmission machen. Danke, ich verzichte. Ach, so? Ach, hier gibt's die Nebenmission. Wir haben die Hauptmission jetzt gestartet, ne? Fährt so dicht am Vulkan. Ich weiß es nicht. Wir müssten eigentlich nochmal zurück. Ist der aktiv? Naja, ab und zu. Na, dann machen wir nachher nochmal zurück. Was macht der denn da? Aber kokelt hier die Hütte ab. Ja, dann rede ich mit der Perle jetzt. Okay. Mach ich schon. Was hat es mit dem Vulkan auf sich? Was auch immer da drin ist. Abtaut, selbst die Rebellen abtauen da oben. Die Eiszapfen und sowas. Das Ding blieb im Nebel. Zerrte sie die Klippen runter und spuckte Feuer. Ich habe nichts gesehen, nur die Schreie gehört. Als wir die Gondel dann zurückgezogen hatten, war alles voller Blut und Asche. Also, wenn ich die Seilbahn nehmen will, dann muss ich mich zuerst um den Vulkan kümmern? Machst du Witze? Bist du etwa lebensmüde? Sag mir einfach, wie ich hinkomme. Oh. Oh, ich glaube, ich kenne das Gebiet. Übrigens, das ist ein großer Boss, wie das sein. Ich bin Captain Dunham. Ah, es gibt einen Weg, der ins Gebirge hinauf. Aber der wirft mindestens zwei epische Gegenstände immer. Den kann man nicht haben. Schön. Weil epische Waffen oder Gegenstände haben immer Zweier-Mods. Ja. Rang 2 Mods. Okay. Wir sind hier. Wir müssen aktive Mission Inferno. Was ist das? Unbekanntes Gebiet. Keine Ahnung. Ja, ich verstehe die Map auch nicht. Ich glaube, weil das ist jetzt eine neue Karte wieder, weil wir gerade weggereist sind. Deswegen. Okay, jetzt müssen wir jetzt wieder hier hin. In dem Gebiet. Mal auf die Kiste. Mal auf! Ja, los. Auf das Brett. Oh yeah, Baby. Ich hab mir das aufdrückt, Junge. Oh. Ja, ich hätte auch eine Frau spielen sollen. Ne? Als Third Person muss jetzt ja auf den Frauenarsch gucken. Ja, das ist es ja. Was haben die Soldaten gesagt? Zum Funkturm kommt man nur mit dieser Seilbahn. Wie wichtig ist dir der Funkturm denn? Nur da haben wir genug Reichweite. Was ist das? Wenn ich nicht zum Turm komme, um das Signal ein kleines Gasfläschchen zu finden, können wir auch gleich aufgeben. Dann mach's dir bequem. Wir werden eine Weile hier sein. Hab ein Date mit einem schönes Vulkan. Gebiet. Gefällt mir. Ja, lass sehen. Ja. Gefällt mir. Also, die Kulisse machen sie immer schön. Ja, das stimmt. Ja, ach, unbekanntes Gebiet. Da hier auf Fahne reinrammeln. Zack. Hat man Munition? Na ja, gerade schon. Sicher so, wo gehen wir denn lang? Ich geh mal hier lang. Brücke, genau. Oder? Ist zwar falsch, aber wir gucken mal, was hier gibt. Hier gibt es ja bestimmt wieder Eisen oder sowas. Stimmt. Eisen, da ist es schon. Das ist doch schön. Arbeite für mich, Bitch. Das mag ich doch, mein Liebling. Solange du mich im Bett knallst. Solange ich dich befrieden kann. Hier ist eine Kiste, die leuchtet gar nicht.
doch jetzt ein bisschen. Bei mir nicht. Aha, aha, aha. Kann man ja drüber springen? Oh, eine blaue Ich merke schon, du kommst nicht nach. Achso, du bist schon weitergerannt. Ich war noch, ich hab noch mal geguckt, was wir bekommen hatten für Zeugs. Oh, du schießt schon. Ich töte schon, meinst du? Kanala! Falsche Taste schon wieder gedrückt. Hier ist nochmal eine Lootkiste und Eisen, wenn du nach hinten kommst. Okay. Verpiss dich. So, Eisen nice. Kannst du mal abbauen, ich töte sie so lange hier. Okay. Hab abgebaut. Okay, dann mach du mal weiter. Ach, wolltest du jetzt eigentlich einen anderen spielen? Nö, nö. Ach. Weil der, ich hab mal den YouTuber zugeguckt, oder auf Twitch. Da hat einer den Techno-Gym. Der heilt sich immer, wenn er trifft oder tötet. Okay. Heilt er sich. Also, der heilt sich nicht im Nahkampf, sondern auf Fernkampf. Also. Ah. Naja, das ist. Ich spiele den jetzt erstmal. Oh, ey, Alter, was ist das? Monster. Das ist das Vieh vom Anfang. Stimmt. Sagst du. Oh, ei. Boah, ja. Hier kommt der Kreisel. So. Tot, Mause tot, der Hund. Oh, Leder gab's. Ja, da kommt der Nächste. Boah, ich Alter, dachte, das wäre hier so ein... Ey. Nein! 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 Ist hier noch ein Boss? Hier ist noch einer! Alter! Boah, ich bin gleich hinüber, Junge! Ey, mich zeig mich verdrückt! Ja, hier sind zwei Leute! Ja! Du musst erst auf den anderen einschießen, der gleich tot ist. Ja. Ey, nicht abbauen. Okay. Das hat sich erledigt für den Sportsfreund. Ja. Mission. Ah, jetzt verschwinden auch immer die Hinweise mit dem Notizbuch, dem Tagebucheintrag. Warum? Das ist gut. Nö, weil mich das am Anfang mal genervt hatte, dass das. Wo, ja, also aber die ewig sind doch jetzt immer noch, oder nicht? Nö, bei mir ist es weg. Okay. Ich krieg bloß kurz eine Information. Bleibt 2-3 Sekündchen und verpisst sich's. Okay. Bei Eisen muss man jetzt aufpassen. Ich glaube, das leuchtet nicht mehr so dolle. Oh, hier ist Eisen. Ich nehme ein Lavabad. Na dann. Schön wohl. Ich habe dir heißes Wasser eingelassen. Nicht, dass du wieder meckerst, dass es zu warm ist. Nö, ich bade immer gern heiß. Heiß. Es scheint wirklich heiß zu sein, weil
Meine Frau meckert immer, dass es zu warm ist. Oh, mit Fallen. Ja, echt. Meine Frau meckert auch, aber ich habe aber auch ein Thermostat bei mir drin. Ich weiß, wie warm es ist. Aha. Okay. Passen Sie sich an die Gefahr durch die Anomalie an? Oder werden Sie von der Anomalie verändert? Hier ist. Oh, ich bin mal. Verdrückt. Ja, weil das die gleiche Taste ist wie Markieren bei Hand, weißt du? Ach so. Den will ich immer markieren. Mittlere Maustaste? Nee, ich hab das auf der anderen Maustaste. Ach so. Mehrere Maustaste bei mir. Was ist das? Oh, eine Riesenspinne. Lecker. Ekelhaft, Alter. Kotzt gleich im Strahl. Oh, Alter, Alter. Das sieht auch nicht aus wie eine Spinne. Das ist was anderes jetzt. Oh. Oh, schon wieder so ein Captain drin hat. Du kannst auch wegrollen, ne? Ausweichen mit Doppelsprung. Hast du keine Muni mehr? Ach, oh, du hast Schutzschild. Ich will ein Schild machen. Ah, ich dachte. Oh, er kriegt's, er kriegt's. Wem hast du das ordentlich besorgt? Oh ja. Wo ist die scheiß Spinne hin, sag mal? Weggerannt, ich glaube, das ist so ein Boss hier oder sowas. Hier ist eine Lootkiste. Aha. Da ist Eisen. Warum geht's hier nicht weiter? Hä? Ach so. Was war denn jetzt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird ein Stein im Weg gelegt. Nee, hier ist eine unsichtbare Wand. Schon meine Güte. Du meine Güte. Junge, da verwende ich doch keine kostbare Munition mehr. Das sind eigentlich welche Löcher, aber da kommen wir nicht rein. Ja, da würde ich am liebsten Granaten reinwerfen. Mhm. Mann, Alter, lass mich! Ey, warum springt der dich immer an? Weil ich die schwächste Klimakette bin. Neue Stiefel bekommen. Ziemlich unnatürlich aus. Was zur Hölle war hier los? Ja, schlechter als meine. Jetzt wieder Munition und zack, rein in die Rübe. Okay, hier will, glaube ich, mit uns ein Schlitz reden. Aber hier ist erstmal Eisen. Komm erstmal hier hin. Bist du schon mal irgendwo? Da, wo der grüne Pfeil oben ist. Ne, den habe ich gerade nicht gesehen auf der Map. Warst zu weit vorne, glaube ich. Ja, dann ist der außerhalb, der am Rand, der weißt du? Ah, okay. Hm? Außerhalb dann. Und hier ist, spricht der Schlitz mit uns. Eine Mission. Na, dann lassen wir mal den Schlitz sprechen. Oh ja. Schweinskram hier. Wir sind in den Schlitz eingedrungen. Oh, ach, jetzt. Guck mal. Beide sogar. Glitschig, was? Beide sogar. Abnährt sich. Ich hab meine Sniper in der Hand, wusste ich gar nicht. Ah,
Meinst du, ich komm da hin noch? Ah! Lauf! Oh Mann! Ich muss andere Waffe nehmen, ich brauche Heilung. Aber wie nah muss ich denn sein, um die meine Heilung zu kriegen? Das ist der Wahnsinn. Kann ich ihn ja gleich knutschen. Kommt, sterbt ja Hunde. Was? Nicht umgefallen. Oh, bei mir ist wieder so ein super Dingen. Super Boss. Das Metall, das bauen wir später ab. Boah, ich bin gerade platt. Jetzt so ein super Boss. Oh, Alter. Oh, warte. Rette dich. Ich muss da Schaden machen, damit ich Heilung kriege. What? Hab ich umgeniedert. Ja, das kannst du doch nicht einfach machen, Junge. What? Schon wieder Platz. Hau ab! Zieh Leine. Ich hab keine Munition mehr, oder was ist da los? Aber ich bin voll. Zieh ich dir ein paar. Stufe 11. Ey, da hat er ordentlich was rausgehauen. Ordentlich was fallen lassen. Ach, da hinten hast du auch noch einen. Oh, das Eisen. Was ist denn das hier für ein Buch? Hier ist ein Buch. Ja, das ist Missionsende, nicht hingehen. Das ist Eisen. Was? Noch nicht. Nein, machen. Ich hab's eingesammelt. Ich hoffe, da bricht jetzt nicht ab die Mission. Das ist perfekt für Beauvoir's. Hier ist zweimal Eisen. Hm? Nee, die Missionsende ist doch dieser Kringel. Okay. Ja, manchmal ist das ja irgendwie, keine Ahnung. Das zweimal Eisen. Ja, habe ich schon gesammelt. So, mehr gibt's hier nicht, ne? Hab ich. Ein Lootchen oder sowas. Und dann wieder raus. Dann wieder raus. Durch den Spalt kommen wir ja nicht mehr, oder? Ja, außer wir laufen zurück, aber wir können auch so machen. Ach komm, wir laufen einfach zurück, das ist ja nur durch den Spalt laufen. Aber wir müssen das schon, ne? Na, wir machen einfach mal. Was nun? Ich hab auch keine Ahnung. Und hot. Ich auch nicht. Mal, ist was denn hier? Ja, im Prinzip können wir auch einfach rüberlaufen, aber egal. Wahrscheinlich haken wir so die Quest ab oder was, keine Ahnung. Eigentlich nicht, glaube ich, aber egal. Sind wir auch. So, na dann. Nochmal Munition tanken. Ja. Warte mal, ich kann einen Klassenpunkt verteilen. Werde ich auch mal ganz kurz machen. Ich? Ich auch? Ne? Normalerweise. Also ich bin auch 11. Wieso bist du schon 11, Alter? Ja, weil ich ja... Keine Ahnung. Oh, die Spinne. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, warum. Mann. Ich hab nicht weitergespielt eigentlich. Also, wahrscheinlich hast du ein bisschen mehr Punkte gemacht. Was sind das für Spinnen, ey? Das sind voll die Granaten. Ja. Kennst du das, wenn im Spiel die Sensibilität hoch und runter anders ist wie links und rechts, aber so extrem anders? Ist bei manchen Snipern hier, also bei Sniper ist das so, finde ich. Ja, das stimmt.
Naja, gut, dann kannst du genau noch einstellen, die Empfindlichkeit, aber. Aber auch wenn du vertikal und sowas, horizontal. Achso, das bei manchen Spielen ja, ja aber ja, hier weiß hier ich es nicht. Hm? Aber das ist nicht das, was ich dachte, welcher Boss das wäre. Mhm. 60, 53, 50 FPS habe ich, 35. Ui. Was ist da los? Ja, das ist jetzt nur das Video. Beruhig dich. Ich kann mich nicht beruhigen. Oh, ich klettere in deinem Hirn rum. Schön. Genau. Ist eine gähnende Leere vorhanden. Wie ich es mir gedacht habe. So, ey, meine Pelle hat so einen. Die hat das Make-up so verschont, das sieht so kacke aus. Hm. Das Aussehen mal ändern. Oi, cool. Alter, was für ein Vieh. Wo hat sie denn hier empfindlich irgendwie? Irgendwo vorne aber. Tja. Irgendwas Gelbes habe ich gerade getroffen. Ja, gelb ist ja Crit, aber wo da? Keine Ahnung. Boah, jetzt hat sie gekriegt, glaube ich. War wieder irgendwas Gelbes dabei. Sag mal, mache ich überhaupt Schaden an dem? Dem hier nicht. Boah, Alter. Rolle! Alter! Oh, jetzt hat's mich erwischt. Ui! Mann! Ey, scheiße, ich bin ja mal Lava gefangen. Was war denn das? Jetzt kommt der zweite Punkt, wo... Ich habe die Hälfte runter. Die sich jetzt verpisst. Da hinten ist er. Ja, ach ne, das sind Zwerger. Da müssen wir, glaube ich, Munition sammeln. Lassen wir erstmal hier drauf kommen. Dass wir die Munition hier haben. Hm. Sag mal, was ist das für eine Mutter? Wer opfert seine Kinder? Vorhin hat die drei Stufen. Da hat auch noch so eklige gelbe Punkte hinten, ey. Achtung, sie macht wieder ihre Flecken auf der Erde. Da kommen wieder Spinnen. Noch zusätzlich dazu. Boah, ist das eklig. Ey, da war gar nichts, Alter. Hä? Willst du mich verarschen? Vielleicht hätte ich eine Spinne angesprungen. Ach, die macht ja so einen Strahl, Alter. Vielleicht hat er mich erwischt. Man kann den Panzer runterschießen, sehe ich gerade. Mal einfach drauf kommen, ey.
Mach auf, schieß mal auf der gelbe Punkte. Ich glaube, das macht am meisten Schaden. Auf diese gelben Flächen. Da gibt's 53. So. Ist zwar nicht gelb, aber älter Schaden. Mhm. Alles, was gelb gleich ist. Jetzt kommt die dritte anscheinend. Haben wir schon wieder runtergeputzt? Ja. Geh auch schnell. Wir haben ja Weltstufe 5, ne? Mhm. Ah, was ist das, ja. Junge? Okay. Alien lässt grüßen. Ja. Oh. Ist es mutiert? Ja. Hey, scheiße, ich stehe in der Lava. Ich glaube, wir stehen alle in der Lava. Hallo. Ja, die gelben Punkte machen am meisten Schaden. Oh nein. Mann. Ich kratz gleich ab. Der muss ihn ja dran und schießen. Also bei mir krieg ich ein Leben dadurch. Ja, ich auch. So, jetzt bin ich gleich tot, ey. Den Schwieg hat mit ihren Riesenstachel da. Den ekligen. Alter Pickel oder was das da auch immer ist. Boah, hier sieht man gar nichts mehr, Junge! Nein! Wir dürfen nicht gleichzeitig sterben, ich glaube, das Viech ist platt. Alter. Ach so. Ey, das war knapp, oder? Das war, ja. Man hat auch schon fast gar nichts mehr gesehen, weil einfach alles. Ja. Orange war. Lava, voller Lava. Warte, kann man da irgendwie ein Stück Haut rausnehmen oder sowas? Oh, hier kann man hinaufklettern. Kann man bei dir klettern? Ist bei dir noch irgendwas? Nö. Irgendwas hat es gerade einen Dialog, wo ich. Du wolltest irgendwas von mir und ich wollte gerade drücken, dann war es weg. Ja, wahrscheinlich, weil ich dann in der Nähe sein muss. Okay. Hier. Zack. Jetzt sind wir falsch gerannt. Du musst einfach Y drücken. Nee, du kannst auch hier lang. Du musst einfach Y drücken. Ja, genau. So, man kann auch verzweigen. Shit. Wie meinst du verzweigen? Ja, hier in dem Pfad, in deinem Landbaum. Ja, richtig. Kann man so machen. Na gut. Ich möchte gerne mal wissen, wie viel kriegen wir pro Level einen Punkt? Keine Ahnung. Überwacht alle ein. Hör mal. Dann sprich sie auch mal an. Wir alle hätten dich gern schon vor Monaten hier gehabt. Jetzt haben wir vielleicht eine kleine Chance, den Berg zurückzuholen. Sag mir einfach, wie man die Gondel bedient, Captain. Ich muss meinen Wissenschaftler zum Turm raufbringen. Tja, da gibt's nur ein Problem. Die von uns kontrollierte Gondel fährt nicht zum Turm. Sie fährt mitten in die Rebellenbasis hinein. Sobald du ankommst, bist du im Nu umzingelt. Aber wenn du es schaffen würdest, genug von denen auszuschalten und den Funkturm zurückzuerobern, schicke ich deinen Wissenschaftler rüber. Hört sich gut an. Hey! Ich bitte dich ja nur ungern darum, das allein zu erledigen. Aber nach deiner starken Vorstellung beim Vulkan... Hör mal, deine Leute haben es schon schwer genug. Ich übernehme das. Oh, Loot. Ja, die Belohnung sieht nicht schlecht aus. Muss auch auf die, ja, auf die Mods unten guckst, ja, ne? Mhm. Es gibt aber irgendwie scheinbar immer nur Sniper, Sturmgewehr und Schrotflinte. Mhm, automatisch, also, ne? Da draußen ist was Furchterregendes, aber wir wissen nicht.
Falls du davon alle Kacke findest, würde ich trotzdem eine nehmen, wenn du die Mods gut findest, weißt du, wenn du die... Schüsse generieren ein Schild, das finde ich natürlich sehr gut. Reichweite, aber sehr, nicht gerade weit. Obwohl, hä? 42 Meter, hier nur 35. Und trotzdem zeigt er mir. Ach so, ich hab's falscher. Nee, ich hab die falsche Waffe angewählt. Okay. Schon wieder anlabern, die Alter. Ist das die ganze Einheit? Wir waren früher mal mehr. Aber in diesen Bergen passiert was mit den Männern. Wir hören Stimmen. Manche gehen und kommen nicht wieder. Genau wie die, die nach ihnen suchen. Aber vielleicht könnten Veränderte da ja mehr Glück haben. Kannst du uns helfen? Ich seh's mir an. Versprechen kann ich nichts.